Kelly bezahlt 8 Wahrsager, um denen zu zeigen, wie ihr zukünftiger Mann aussieht. Das habe ich schon rausgesucht. Ich will das sehen. Single wie ein Pingel. Ich bewege mich schon jahrelang im Internet. Ja, fast 10 Jahre. Wir wissen es alle mittlerweile. Und nie hat man mich mit einem Partner an meiner Seite gesehen. Was einige da draußen... Außer bei Guten Morgen Internet. What's happening? Referenzen, man. Stutzig macht? Viele denken sich, irgendjemand muss die Alte doch mal flachlegen. Sorry, Mama und Papa. Aber ganz ehrlich, die denken sich das auch. Und es reicht mir. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde aktiv auf dieses Problem zugehen und tun, was ich kann, um meinen Seelenverwandten endlich zu finden. Denn die innere Uhr tickt. Meine Gebärmutter vibriert schon nervös. Es ist nicht einfach als Frau, ja. Ja. TikTok, 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 TikTok. Das Ding ist, ich bin... Das habe ich jetzt beunruhigt. Hat jemand das TikTok-Gefühl von euch? Ich habe davon nur in Filmen gehört. Aber... I didn't know. Wenn es TikTok macht. Hätte ich eine gute Plattform, auf der ihr ein paar TikTok... Ich mache einfach weiter. Wir klammern diesen Dad-Joke jetzt aus. Wegen dem Tick. Kein Mensch, der an super viele übernatürliche Sachen glaubt. Ich bin aber trotzdem sehr interessiert. Ja, ich lese ab und zu mein Horoskop. Ich glaube nicht unbedingt dran, aber man könnte ja was lesen, was hilfreich sein könnte. Man weiß es einfach nicht. Und ich habe was auf YouTube entdeckt. Das sind Tarotkartenlesungen, an denen man nicht aktiv teilnehmen muss. So General Readings, was mir suspekt vorkommt, aber dennoch sehr interessant. Ist. Ich bin solchen spirituellen Themen nicht abgeneigt. Bleibt auch langsam nichts anderes übrig. Deswegen habe ich mich online auf die Suche nach Wahrsagern gemacht. Freddy, schon von der Herausforderung von Sally gehört? Natürlich, habe ich sogar schon vor dem YouTube-Video von gehört. Weil sie mir geschrieben hatte. Aber ja, habe ich gehört. Da ist sie auch mit dabei und Vanessa auch noch. Habe ich noch nicht gemacht, habe ich noch nicht gedreht. Ich glaube, ich kriege noch was von Sally zugeschickt, genau wie die anderen beiden. Also nicht die Zutaten so, aber ein, zwei Gadget-Sachen. Aber das kriegen wir schon hin. Die mir meine Zukunft in meinem Liebesleben voraussagen. Und ich bin bei Fiverr direkt mega fündig geworden. Es gibt so viele Leute, die Readings anbieten. Und nicht nur das. Damit ich auch wirklich nichts mehr in meinem Leben verpasse, wenn es um dieses Thema geht, habe ich für 32,76 Euro jemanden beauftragt, ein Porträt von meinem zukünftigen Ehemann anzufertigen. Könnte ja sein, dass ich ihn verpasse. Diese spirituelle Dame kann ein akkurates digitales Porträt meines zukünftigen Ehemanns erstellen, indem sie ihre außergewöhnlichen Psychic Abilities nutzt, damit ich weiß, nach was ich Ausschau halten soll. Was funny ist, weil wenn ich dieses Porträt bekomme und jemand von euch da draußen so aussieht wie diese Menschen auf diesem Bild, dann könnt ihr euch direkt bei mir melden. Ich sag, wie es ist. Außerdem beschreibt sie noch die Stärken und Schwächen des zukünftigen Partners, ob er in intelligent ist, smart, intelligent und smart, ist es nicht das gleiche? Ruhig ist, etc., seine Karriere, seine Charaktereigenschaften, das wird also sehr interessant. Sie hat schon vielen berühmten Persönlichkeiten, Sängern, Schauspielern, Präsidenten und Millionären geholfen. Es ist professional. 35 Euro. 35 Euro. Ich hab schon für Präsidenten. Schnapp ich direkt zu und sie braucht mir nur meinen Namen und mein Geburtsdatum. Mhm. So, wenn mir vorher jemand gesagt hätte, dass es so einfach ist, warum hat mir das keiner gesagt? Und um sicher zu gehen, habe ich 2 weitere Drawings gekauft. Ich werde deinen Seelenverwandten oder dein Twin Flame malen. Ich weiß jetzt nicht genau, was Twin Flame genau bedeutet. Google. Okay, also Twin Flame ist nicht das gleiche wie ein Seelenverwandter. Oh, es muss nicht mal jemand sein, in den man sich verliebt. Eine Anka, danke schön für den Sub. Seelenbasierte Connection.
Und da geht es nicht wirklich um Romanzen, sondern um spirituelles Machen. Philipp Fingberg übrigens, auch Dankeschön für deinen Sub und Liebstex, Dankeschön auch für deinen Sub. Habe ich das gesagt oder nicht? Bin ein bisschen verrafft gerade. Aber danke für die Subs. Wachstum? Hm. Wenn du sie triffst, wird sich dein Leben komplett ändern. Du wirst anfangen, die Welt anders zu sehen. Oh. Verstehe. Aber ich will meinen romantischen Partner finden. Ich bin nicht interessiert an einer Twin Flame, okay, Beach? Ah ja, hier musste ich meinen vollen Namen, mein Geburtsdatum, was auch immer das zu tun hat mit dem Porträt von meinem Soulmate. Wie geil ist es einfach, dass die Leute, die dahinter sitzen, also, ne, das ist ja schon jetzt so ein... So ein Gag-Ding. I will do this. Dass sie das so aufzieht, ne? Aber wie geil das ist für die Leute, die dahinter sitzen und wie arschlochmäßig das ist, dass die Leute da wirklich ausbeuten mäßig, das ist schon... Ah, keine Ahnung. Also das ist, glaube ich, schon wirklich so ein bisschen... Das ist schon so ein bisschen, keine Ahnung, da machst du dir irgendwie eine Bilderkartei mit so iStock-Bildern, so irgendwie so Stock-Footage, einfach so irgendwelche random Leute, dann lässt du das einmal durch so einen Zeichenfilter höchstwahrscheinlich durchlaufen und dann ist halt so komplett schau und dann ziehst halt Leuten 35 Euro aus der Tasche. Ich würde gerne mal wissen, wie viel so ein Scam-Artist auf Fiverr irgendwie an Geld verdient. Ich sollte auch ein Foto von meinem Gesicht schicken. Sie schafft das, indem sie Tarotkarten liest und dann meditiert sie über die Resultate und fängt an zu malen. Und hier steht. Oder du programmierst einfach einen Bot, der dahinter hängt, höchstwahrscheinlich, der dann direkt irgendwelche Responses nach einer bestimmten Zeit raushaut. Oh Gott, ey. Steht noch, dass es keine hundertprozentige Garantie gibt. Manchmal sieht diese Person auch Seelenverwandte aus anderen Lebenszeiten. Ah, ja. Das heißt, dass dein Seelenverwandter möglicherweise nicht in diesem Leben da ist. Es würde natürlich... Auch ganz interessant zu der Thematik, falls ihr euch noch nie mit der Thematik Cold Reading auseinandergesetzt habt. Und das ist ein Satz, den ihr selten von mir hören werdet. Es gibt tolle Bücher dazu und auch sehr gute Videos und alles mögliche drumherum. Googelt mal, Cold Reading, einfach mal googeln. Für einen Schmankerl für zwischendurch, sehr interessant. Viel Sinn machen, wenn ich mir die letzten Jahre so angucke. Da waren auf jeden Fall keine Seelenverwandten dabei, so viel kann ich euch sagen. Ah, hier sind auch ein paar Bilder von anderen Seelenverwandten, die schon gezeichnet worden sind als Rezession. Das ist sehr interesting. Sehr, sehr interesting. Habe ich irgendein normales Bild auf meinem Instagram-Account? Das sieht ganz normal aus. Upload, Start Order. Und dann habe ich noch jemanden ausgesucht, der malen soll. Aber das sieht so ein bisschen trashier aus. Hat auch nicht so viele Bewertungen, nur 7. Kostet trotzdem 28,08 Euro. Aber ich denke, wir brauchen einen guten Vergleich. Gleichswert. Und dann bin ich mal gespannt. Ich glaube, wenn da so ein bisschen ähnliche Personen dabei rauskommen würden, wäre schon krass, oder? Das wäre schon so ein bisschen... Aber trotzdem sind meine Chancen ja höher, wenn ich mehrere Menschen zur Auswahl habe, die meine Seelenverwandten sein könnten. Stimmt, das heißt, weil dann sieht man, ob die sich irgendwo überschneiden. Das ist smart. Ich bringe mir die 3 Bilder auf, scanne die in mein Handy ein. Achso, Cold Reading, also kalt. Also C-O-L-D und dann Reading. Und dann würde ich so einfach Tinder durchforsten. Einfach nur die nehmen, die so ähnlich aussehen wie diese. Ich denke, was Schriftliches wäre auch nicht schlecht dazu zu nehmen. Tarot-Karten-Reading für 32,76 Euro. Ich würde das Standardpaket nehmen. Dann ist ein General Love Reading mit 2 Questions, kann man stellen. Das sind 2 Fragen. Super detailliertes Tarot-Karten. Ich fand's, das ist halt dieses Bild mit diesen Tarot-Karten. 815 Bewertungen. Und also top, the circle mit diesen vielen 815? Kerzen und diesem Tarotbrett und den Karten. Oh Mann, Alter. Hi, ich bin Mary, Natural Clairvoyant? Das ist ein Natural Clairvoyant. Oh, jemand, der in die Zukunft gucken kann, der Dinge oder Events in der Zukunft sieht. Clairvoyant. Wow, die ist sogar in einer TV-Show in Argentinien und macht das schon seit 27 Jahren. Die hat also Berufs-
Berufserfahrung, die Frau. Kein Wunder, dass sie so viele gute Bewertungen hat. Also sie hat so viel Erfahrung im Tarotkartenlesen, wie ich lebe, was krank ist. Du wirst es nicht bereuen, du wirst 100% zufrieden sein. Wow. Sie braucht meinen Namen, meinen Nachnamen, mein Geschlecht, meinen Geburtstag und Fragen. Ich finde es halt schwierig, echt schwierig, Fragen zu stellen. Was habe ich für Fragen? Übel. Wann ist die Liebe in mein Leben kommen? Und nach was sollte ich Ausschau halten, um meinen Seelenverwandten zu erkennen? Das scheinen mir zwei gute Fragen zu sein. So. Heiratsvorhersage quasi. Und ich muss sagen, das hat mich schon sehr angesprochen, dieses aggressive Thumbnail. Marriage Prediction Now! Mit so Flammen. I can't believe it! Hat auch 112 Bewertungen, 4,9 Sterne von 5. What the fuck, Alter? 23,40 €. Es ist echt ganz gut. Dafür bekommt man 500 Buchstaben. Das ist nicht so gut. Das mit den Flammen wirkt so vertrauenswürdig, dass mich das Standardpaket fast mehr anspricht. Denn da ist ein Wow. Wann und wo werde ich heiraten? 1500 Buchstaben. Ein detailliertes Reading, eine detaillierte Lesung in die Future. Sagt mir, wann und wen ich heiraten werde. Wow. Dann in Delta 3 Trons. Was ist Delta 3 Trons? Was soll das sein? Oh je. Delta? Oh mein Gott. Das ist eine Schlafphase, die sehr tief und traumlos ist, wie in einer Trance. Der pennt einfach, oder was? Okay. Als ob jemand ins Internet schreibt, gib mir fucking 92 € und dann hole ich einfach deinen Liebhaber aus meiner Delta-3-Phase, wenn ich gerade Tiefschlaf habe. Oh, Mann, Alter. Oh, es ist ein Drama. Ey, ich schwöre, so eh so auf Nebenbei-Basis können Mann, glaube ich, echt ein bisschen zu viel, Leute. Oh Mann, ey. Oh Mann, Alter. Oh. 50 € fürs Schlafen gehen? Bin ich bereit zu bezahlen für meinen zukünftigen Ehemann? Ich hoffe, er sieht das und weiß es zu schätzen. Irgendwann. Ich habe 50 € für dich ausgegeben. Hier, das ist ein wahres Schnäppchen. 4,68 € für den kleineren Geldbeutel. Da haben wir auch mal ein bisschen Vergleich, ob das sich von der Qualität irgendwie unterscheidet, ob man 40 € ausgibt oder nur 4. Also dieses Reading wird mir nur von zwei Dingen erzählen, die stattfinden werden in meinem Liebesleben. Oh, sie kommt aus einer Familie, einer langen Linie von Wahrsagern. Das ist auch sehr vielversprechend. Das heißt, sie hat so Blut. Name, Geburtsdatum und den Namen von jemandem, von dem ich was wissen will. Don't know. Gibt's nicht. Fühle ich nicht aus. Auch zwei Fragen, die man stellen kann, aber diesmal für 28,08 €. Wie viele bestellt die denn, Alter? Oh Gott, ich sehe gerade erst, das Video ist eine halbe Stunde lang. Oh mein Gott. What? Das sind doch diese Videos, wo normale YouTuber würden jetzt einfach bei so 5, 6 Sachen bestellen. Kenny bestellt einfach seit 10 Minuten. Seit 10 Minuten, Alter. Was ist denn los? Das ist auch ein sehr emotional Bewerbungsvideo, würde ich es jetzt mal nennen, mit Stock-Footage-Videos. Aber es hat so ein Professional, der hat so ein Logo und alles. Elite-Wahrsager-Experte. Sogar LGBTQ-friendly. Wow, was will man mehr? Okay, aber es scheint so, als ob dieses Reading so mehr um eine Beziehung geht, die man schon hat. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, was man da fragen kann. Ey, ich tue mich so schwer mit den Fragen eigentlich. Es ist sehr stressig einfach. Dann habe ich so noch eins genommen, das so ein bisschen trashiger auch wieder aussieht, so vom Look her. Da sind wir so in der Mitte preislich, 14,04 € für ein detailliertes Love Reading. Oh Mann, Alter. 100% Zufriedenheitsgarantie. Okay, cool. Okay. Darf man sowas garantieren? Oh, hier schreibt jemand in der Bewertung, diese letzte Lesung ist wahr geworden. Sie hat einen Zauber angewendet, während Vollmond. Mond. Vielleicht sollte ich mich mal verzaubern lassen das nächste Mal und gucken, was passiert. Oh mein Gott, der Typ von dem Girl will keine Beziehung mit ihr. Damn. Ich bin enttäuscht, dass er mich nur als Freund sieht. Wenn ich ihm nahe komme, behandelt er mich kalt. Ich bin so verwirrt. Ich weiß nicht, ob man da verwirrt sein muss oder einfach sagen sollte, er hat kein Interesse an dir.
sorry. Oh mein Gott, ob wir jemals zusammenkommen werden, bleibt ein Mysterium. Ich glaube nicht, oh mein Gott. Ich glaube nicht. Dafür braucht man aber auch keine Tarotkarten. Ich weiß nicht, ob wir uns nochmal sehen werden oder nochmal intim miteinander werden. Oh, Mensch, I'm so sorry. Elf Minuten lang bestellt die Sachen. Okay, kaufe ich. 15,91 € mit irgendwelchen zusätzlichen Fees noch. Ich brauche wieder einen Namen von jemandem, den ich sehe und seinen Geburtstag. Das ist halt so dumm. Manchmal erfährt man das oder liest sich nicht alles durch, dann erfährt man das erst, nachdem man schon gekauft hat. Ja gut, dann muss ich einen Namen droppen. Name-Dropping machen. Drop Name. So, und dann haben wir auf jeden Fall ein paar Bestellungen gemacht. Mal gucken, die Orders. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Davon 2 Bilder und 6 Lesungen in die Zukunft blickende I don't know. Und sind dann bei atemberaubenden 230,77 €. Junge, Alter, ist das dein Ernst? 230,77 € für fucking 4 Millionen Wahrsager auszugeben? Kelly, anderes Level von... anderes Level lost, Alter. 230 € easy in Stream Deck. Oder die Elgato, die da noch gefehlt hat am Anfang. Die ich ausgegeben habe, um herauszufinden, wann ich endlich einen Boyfriend haben werde. Lohnt sich das Geld dafür auszugeben? Wir werden es herausfinden. Werden wir rausfinden. Stell mal vor, was ich jetzt schon faszinierend finden würde, ist, wenn zwei Stück unabhängig voneinander ähnlich wären. Das wäre schon richtig crazy. Dann... Ja, aber schauen wir mal. Die meisten werden innerhalb von 24 Stunden fertig sein. Ich bin unfassbar gespannt, vor allem auf die Bilder. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, malen die jemanden, der zu mir passt, weil sie ein Foto von mir bekommen haben oder... Es bleibt spannend. Es ist gruselig, wie nichts anderes. Ey. Wir schreiben den nächsten Tag. Wenn ich sagen würde, ich bin nicht aufgeregt, dann würde ich lügen. Mir ist ziemlich schlecht. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie doch Respekt davor, was mich jetzt erwartet. Denn 7 der 8 Wahrsager haben bereits... Nein, kein Adblock. Kein scheiß Adblock. Es wird auch mal Leuten gegönnt jetzt. Da kann auch mal Werbung geguckt werden. Mann, ey. Adblock, Alter. Schön Werbung reingegönnt. Mal den Leuten was gönnen. Ganz kacke kannst du dir gratis angucken, ey. Antworte, das sind nicht mal 24 Stunden vergangen. Ich würde sagen, wir stürzen uns einfach rein. Was soll der Geiz? Einfach rein damit. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem günstigsten. Mit den 2 Love-Vorhersagen für 6,55 € insgesamt. Also, hi Kelly. Also, hier ist dein Reading. Vorhersagung Nummer 1. Was sie sieht, ist, dass da jemand Neues ist, der in mein Leben kommen wird. Und es ist was aus dem Nichts auftauchen wird. Und es wird auf mich zukommen innerhalb der nächsten 4 Monate. Und sie sieht, dass diese Person eine Beziehung mit mir eingehen möchte. Und das auch quasi aktiv angehen werden. Okay. Wir sehen mal, was passiert die nächsten 4 Monate. Aber das ist jetzt so, ich muss sagen, das ist so ziemlich, ja, so eine ziemliche Standardaussage. Irgendwie, innerhalb der nächsten 4 Monate wird eine Person aus dem Nichts auftauchen. Das ist schon sehr offen im Raum, die eine ernsthafte Beziehung mit dir eingehen will, aber... Gut, wir gucken mal die 2. Vorhersage an. Und ich glaube, ich werde es auch, also mal gucken, gerade so mit diesen Zeitangaben, vielleicht gibt es da ja irgendwo Parallelen so. Vielleicht wollen mir die Spirits und die Geister da draußen etwas mitteilen. Ich schreibe mal so ein paar Eckpunkte auf. 4 Monate neue Liebe aus dem Nichts. Schön, ich muss nicht mal was dafür machen. Toll, aus dem Nichts ist immer gut. So, die Vorhersage Nummer 2. Sie sieht, dass es eine Wahl geben wird im Thema Liebe für mich. Sie sieht, es werden 2 Menschen sein, die auf mich zukommen werden, mit mir flirten werden. Und sie werden sich so fühlen, als ob es was
Special. Ich finde es so unangenehm. Als ob ich jemand Besonderes wäre in ihrem Leben, ja? Das ist ja wohl hoffentlich offensichtlich, dass ich was Spezielles für jeden bin, in dessen Leben ich trete. Und sie denkt, ich werde eine Entscheidung treffen in den nächsten 6 Monaten. Und diese andere Person, die dazukommen wird, die kenne ich bereits. Wie, ey? Wie? Das ist nichts? Und dann muss ich mich direkt in so einer Dreiecksbeziehung zwischen 2 entscheiden? Ah, anstrengend. Wo sind wir denn als nächstes vom Preis her? 6,55, 15 Euro? Okay, das Doppelte vom Preis quasi. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin auf die Bilder gespannt, ey. Mein Gott. Ist das ein Er oder eine Sie? Also, er oder sie ist durch eine tiefe Heilung gegangen. Hat Negativitäten gereinigt und in Ordnung gebracht. Für uns beide. Uns beide? Auch für uns jetzt? Okay. Oh mein Gott, ich wurde verzaubert. Es hat ein Powerful Spell stattgefunden. Oh mein Gott, ich habe jemanden anderen verzaubert, damit der Fokus noch mehr auf mir liegt und damit er sich sicher über seine Emotionen gegenüber mir ist. Oh mein Gott, da wird jemand eine Überraschung erleben. Also, die scheinen beide jetzt so eine Zeitrange von 4 Monaten bis einem halben Jahr gewählt zu haben, die sie beeinflussen oder sehen können. Oh, und sie hat auch ein Protective. Was? I also created a protective shell to keep you safe from negative people. Es wäre gut, wenn ich jeden Freitag ein Bad nehmen würde für die nächsten Wochen. Das war gestern. Ich hab's verpasst. Und am... Viele Leute fragen mich, warum ich freitags nicht streame. Ich erzähle euch immer, am Freitag macht man frei. Weil am Samstag das Sams kommt. Aber tatsächlich warte ich auf meine große Liebe und nehme jeden Freitag ein Bad. Was für Arschlochmenschen, die im Internet sitzen und einfach anderen Leuten aus einer persönlichen Überzeugung schreiben, nimm mal jeden Freitag ein Bad. Dann würde ich jemandem doch nochmal eher empfehlen, dass er lieber eine verfickte Avocado, die 1000 Liter Wasser zum fucking reif werden braucht, in sich reinschaufelt, als statt eine Kack-Badewanne zu füllen, wenn ich eh schon ein weirder Arschlochmensch bin, bei aller Liebe, Alter. Was geht denn jetzt ab? Zu helfen, Fische zu füttern oder Vögel oder Tiere 1 oder 2 Mal im Monat. Aber wieso? Es wird Stress entfernen und negative Energie. Ah, da ist aber jemand sehr drin im Thema. Baden kann Stress entfernen. Eier! Eier! Und es wird positiven Flow anziehen. Ey, denkt ihr, die haben so einen Standardtext, also den sie einfach jeden schicken? Oder sind noch 2 Dateien? Ist das ein Virus? Oh, oh, hier sind Fotos. Okay. Sorry. Ey, ich will es nicht so nicht ernst nehmen. Ich bin... Das ist der gruseligste Shit, den ich jemals gesehen habe. Oh Mann, oh. Ich kann nicht. Ich glaube, ich finde es ein bisschen creepy, fuck it. Es ist schon sehr gruselig. Fällt sie die Puppe an, aber das ist eine nette Puppe, oder? Okay. Ich weiß nicht, dieses Voodoo-Ding, das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Das hat mich schon auch bis... Wisst ihr, was das gruselig gemacht hat? Die schlechte Handyqualität der Bilder. Sonst wäre das nicht so gruselig gewesen, aber wenn man das mit so einem schlechten Handyqualitätsbild macht, dann ist gruselig. Leicht verstört, würde ich sagen, aber wo sind wir denn als nächstes? Hier, bei 29,96 Euro ist das nächste Reading. Bin einfach ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Also, als ich mich mit deiner Energie verbunden habe, damit kann man Geld verdienen legal. Ja, über Fiverr kannst du deine Dienste anbieten. Also kannst du es jetzt auch machen. Also ich, das ist ja was man, ja... Mhm, ja, dabei man, ja, wisst ihr, was ich meine? Ja, es macht, keine Ahnung, ist, oh Gott. Habe ich einen sehr starken Geist gespürt. Dieses Jahr hat nicht so gut angefangen. Wenn man jemandem bei einem Wahrsager-Ding schreibt, zu 2020, dieses Jahr hat nicht so gut angefangen,
Lass mal grob schätzen, wie viele Leute du damit abholst. Lass mal ganz grob schätzen. Hä, hey, voll gut dieses Jahr. Ey, bei mir auch positiv. Auch nur wir chillen viel zusammen. Bei mir echt durchweg mega positives Jahr. Ich glaube, das ist für sehr viele der Fall. Die Pandemie ist sehr scary. Und was noch scarier ist, er redet über Corona. Das Wichtige für mich, ich wollte gerade sagen, erstmal so private Probleme mit randommäßigen über Fiber austauschen, wenn, oh Gott, Alter. Du durchkommst, ihr beide kommt durch. Du bist kreativ, denkst viel nach, abenteuerlustig, du hast einen guten Sinn für Humor, bist humble. Wisst ihr, warum die meisten wollen, dass man deinen Namen mit angeben? Gibt? Die googeln dich. Sowas von safe. Und machen irgendwelche Weitparameter, ne, Sachen, weil du kannst mit Google so viel Shit rausfinden über die meisten Leute, gerade die sowas machen. Und dann machen sie Andeutungen genau über solche Sachen. Und das wird so, Ein gutes Herz, bist supportive, verständnisvoll, vertrauenswürdig und einfach eine gute Person. Oh, das ist so ein richtiger Ego-Boost. Und ich habe eine Connection mit jemandem, eine sehr spezielle. Und wir haben eine Zukunft zusammen. Und er kann sagen, dass wir uns aus einem bestimmten Grund begegnet sind. So. Ich soll einfach ich selbst sein. Denn da ist jemand verliebt in mich, genau so wie ich bin. Und alles wird seinen eigenen Weg gehen. Oh mein Gott, you two will be married. There are no doubts about it. So please know you have my full support. Oh mein Gott, ich lade ihn auf die Hochzeit ein. Und Dimitri denkt, er ist der eine für mich und er fühlt das auch und ich fühle das auch. Irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe so ein bisschen, also das ist so ein bisschen so ein Gefühl, das sich gerade in mir auftut, dass jemand aktiv an mich gedacht hat, den ich zwar nicht kenne, Nein. Aber so der Gedanke, dass sich jemand hingesetzt hat und diesen Text geschrieben hat und wirklich so aktiv über mein Leben nachgedacht hat und mir so ein bisschen Mut zuspricht, das tut irgendwie gut. Das ist irgendwie ein schönes Gefühl. I don't know. Ich bin so verwirrt von diesem positiven Feeling, was ich gerade hatte, weil ich dachte so, ich lese das und bin voll so, oh my God. Aber es tut irgendwie gut, dass sich jemand mit sich beschäftigt hat. Also unabhängig davon, ob das jetzt stimmt oder ob das jetzt wahr wird oder sonst irgendwas, hat irgendwie jemand an mich gedacht und das ist so cute irgendwie ein bisschen. So, bevor wir die Porträts Hat aber auch nur an dich gedacht, weil du 35 Euro bezahlt hast, ne? Also sind wir mal kurz ganz ehrlich. Angucken, haben wir noch zwei weitere Vorhersagen. Die nächste Preis-Range wäre bei 34,64 Euro. Ein super detailliertes Tarot-Liebes-Reading. Mhm. Super detailliert. Mal gucken, ob es länger ist als ich. Aber vielleicht ist es ein bisschen, vielleicht gibt es ein bisschen mehr Infos, weil die anderen waren schon sehr allgemein. Okay, das Ende vom letzten war sehr direkt. Ich meine, du wirst ihn heiraten. Und du weißt es und ich weiß es auch und er weiß es auch. Es ist ein bisschen so, okay, die 100% sind gegeben. Warum ist das so eine intensive Erfahrung? Ich dachte, das ist voll Larifari. Warum bedrückt mich das so? Ah, das ist die Frau aus Argentinien. Okay, get it. Die berühmte. Jetzt kommt die 100% legit Vorhersage einer argentinischen TV-Wahrsagerin. Da bin ich gespannt drauf. Ich sehe, dass du seit März diesen Jahres mit viel Müdigkeit gestartet hast, mental und physisch. Ist nicht verkehrt, aber Lockdown halt, keine Ahnung. Ich glaube, es geht jedem so. Es fällt dir schwer zu schlafen, weil du konstant Gedanken über die Liebe hast. Und alle guten Taten, die du begehen wirst, wird Gott dir zweimal zurückgeben. Es geht schon oft um Gott. Ich weiß nicht, ob so spirituelle Personen wirklich so auch religiös sind und an Gott glauben, ob das eine was mit dem anderen zu tun hat oder ob das auch unabhängig stattfinden kann. Ich hätte eher gesagt, ich weiß nicht, ich dachte eher, die glauben an andere Sachen wie Energien und Geister. Hätte ich jetzt auch gedacht, tatsächlich. Ist das ein Gesamtbild? I don't know. Aber was hat das mit meiner Liebe zu tun? Du wirst eine wichtige Reise mit einem neuen Mann machen, den du dieses Jahr treffen wirst. Da kommt jemand, Leute. Da kommt jemand.
Ich sehe, dass du diese Person im Oktober dieses Jahr kennenlernen wirst. Ich sehe, dass der Mann, den du treffen wirst, dass du ihn bei einem Treffen mit Freunden kennenlernen wirst. Aha. Und ist ungefähr 35 Jahre alt. Ist schon viel älter als ich. Arthur? Arthur, ich hätte hier was für dich. Tschechien? Ich glaube, keine Ahnung. Ja, 2 Millionen Subs. 2 Millionen Subs, ja. Mhm. Spitz zulaufende, rundes Kinn. Mondgesicht, würde ich auch. Mondgesicht. Ja. Ja, tschüss. Tschüss. Ich musste gucken. Au, nicht gemutet. Ah, blöd. Ist ein Professional in irgendwas. Er ist ein professioneller Dude. Und er lebt nicht weit von meinem Haus entfernt. Er ist groß, dünn, mit braunen Haaren und braunen Augen. Und sehr kurz, nachdem ich ihn kennengelernt habe, wird er... Ich muss noch mal ganz kurz... Ich muss nochmal ganz kurz, Leute, ihr wisst, damit jetzt hier, natürlich. Ja, hi, ich bin's nochmal. Sag mal, du hast zwar gerade keine Haare mehr, aber hast du mal braune, lange Haare gehabt? Nee? Augenfarbe? Ah, bläulich. Ja, dann habe ich mich vertan wohl. Nee? Dagi ist verheiratet. Ja, tschüss. Mastrowie oder so, Polen. Okay, sorry. Ah, wieder nicht gemutet. Ah, damn. Ich kann mich schon seiner Familie vorstellen. Das ist ein bisschen sehr speziell. Und sie sieht, dass ich ihn heiraten werde und Kinder mit ihm haben werde. Also es scheint ziemlich sicher zu sein, dass ich noch heiraten werde, Leute. Vor allem, die es aufgegeben haben. Mama und Papa. Ich werde heiraten, ja? Ein 35-Jährigen, der braune Haare und braune Augen hat. Juli, August, September, Oktober, in 4 Monaten. Genauso wie die erste Prediction. Die haben alle hier den Oktober hart markiert. Leute, erinnert mich bitte mal im Oktober dran, dass ich mal um mich herum gucken sollte nach einem 35-jährigen Mann, der Professional ist und nicht weit von meinem Haus entfernt wohnt. Also das sind sehr direkte Angaben, muss ich sagen. Ich bin sehr... Ja, das finde ich auch krass. Also ich finde das schon krasser, dass da so direkte Angaben gemacht werden, auf die man dann auch irgendwie so einfach im Oktober mal so eine Mail zurückschreiben kann mit so, yo, legit niemanden diesen ganzen Monat gesehen mit braunen Augen. What the fuck, Alter? Überfordert damit. Seien wir mal ehrlich, ich werde im Oktober alles vergessen haben, über das ich gerade geredet habe. Deswegen ist es wichtig, dass ihr mich daran erinnert. Kelly, hast du einen 35-jährigen Mann auf einer Party getroffen? Ich so, nope. Und dann gehen wir wieder alle unser normales Leben. Ich glaube, wir können nur sicher gehen mit der Amazing Marriage Prediction mit Flammen. Damit kann man nichts falsch machen. Für dich 50 Euro ausgegeben hat. Und ich muss sagen, bis jetzt natürlich die erste für den Fünfer, die war so ein bisschen lappig, aber die anderen unterscheiden sich eigentlich gar nicht voneinander, obwohl der Preisunterschied so hardcore ja, ist. Ja, das stimmt schon. Du wirst heiraten im Winter of the year. The year ist dieses Jahr gemeint. Es wird im späten Winter sein, also im Februar nächstes Jahr. Nächstes Jahr? What? Nein, oder? Nicht schon nächstes Jahr. Oh mein Gott, warum sind das so spezifische Panic. Angaben? Aber ja. Im Winter heiraten? Echt? Vielleicht. Aber so eine Prediction, also so eine Vorhersage dann zu machen mit, du heiratest nächstes Jahr, das ist auch noch so nah dran. Also hier kannst du doch legit dann einfach nächstes Jahr, würde ich mir jetzt einen Timer setzen, nächstes Jahr irgendwann im Winter oder nächstes Jahr einfach dann Ende Dezember, wenn ich Ende Dezember nicht geheiratet habe, einfach so Fiverr Kommentar hinterlassen, ob ich geheiratet habe oder nicht, weil das würde ich den Leuten dann richtig auswischen. So, hab hier so 1 von 5 Sterne, die hat gesagt, ich heirate dieses Jahr, hab nicht geheiratet, weil das ist jetzt schon, das ist fucking on point, Alter, da würde ich durchziehen einfach so. Nicht in Deutschland, vielleicht irgendwo anders, was war denn? Er denkt, es wird ein Samstag sein, um 2 p.m. Ey, ganz ehrlich, ich... Und die Nummer, die er sieht, ist 22, was ziemlich crazy ist, weil 2 ist meine Lieblingszahl und 22 ist noch besser, weil das sind 2. Also er hat es so verstanden, dass es quasi 2 Jahre nach diesem Jahr sein wird und es wird das Jahr 2022, was ihn nochmal in der 22 bestätigt. Und 2 ist auch noch
stell dich mal vor, ich heirate schon 2022. Mhm. Ich finde super, was du so machst. Weiter so. Relink, Tante, dankeschön für den Sub. Ja, jeder vom Glauben ab. Das wäre ja überkrass. Das heißt, ich werde am letzten Sonntag im Februar um 2 Uhr 2022 heiraten. Ich liebe die Zahl 2, das war so cute. Ich trage mir das mal als meine Hochzeit in meinem Kalender ein. Genau das gleiche würde ich aber auch machen. Ja. Es ist eingetragen, ja? Ich werde es nicht vergessen. 26.02.2022 um 2 Uhr mittags werde ich heiraten. Er hat ein kleines Muttermal, das auf von der Hinterseite seines Nackens. Also er hat einen gepflegten Schnauzer und einen kurzen Bart. Er ist groß. Geht ins Gym und versucht sich gesund zu ernähren. Also genau das Gegenteil von mir. Er mag es, verschiedene Küchen zu kochen. Es wäre schon gut für mich, jemand, der kochen kann. Versteht ihr? Where she has had visions of living in past lifetimes. Ist das eine Sie? Ich dachte, ich bin nicht groß. Ich bin nicht groß. Alles gut. Das ist ein Mann. Achso, da steht nichts über Mann oder Frauen. Ah doch, Bart. Das muss ein Mann sein. Oder eine Frau, man weiß es nicht. Und würde gerne Zeit in Bali oder ähnliches verbringen. Ich will auch endlich nach Bali. Ist sehr gut mit Aktien und Immobilien. Businessman. Muss mal ganz kurz in meinen Kalender. 2020, 26. 14 Uhr. Gut. Rich man, super rich. Wünscht sich einfach jeder und ich werde es einfach bekommen. Also da sind schon sehr, sehr mehr spezifischere Sachen drin, aber ich weiß nicht, ob ich die unbedingt brauche, so ein Datum, an dem ich heiraten will. Ich meine, das ist viel lustiger, aber ob man es jetzt unbedingt braucht. So, kommen wir zum spannendsten Teil dieses Videos. Yes, die Bilder, ey, ich bin so ready. Finde ich die Porträts meines zukünftigen. Zwei sind fertig geworden. Bisher war die Beschreibung von allen dunkelbraunes bis schwarzes Haar, dunkelbraune bis schwarze Haare, groß, athletisch. Das stimmt also schon mal alles überein, was leicht gruselig ist. Aber ich will jetzt natürlich einen genauen Blick drauf werfen, wie die wirklich aussehen. Okay, ich fange mit dem Bild für 29 Euro. Ich bin richtig gespannt jetzt. Das ist so spannend. Ich an. What the fuck? Also ich muss sagen, das stimmt einfach überein mit der Beschreibung von diesem anderen Wahrsager. What the fuck? Okay, Nika. Nika, dankeschön für den Sub. Rob, safe Rob, stimmt. Rob. Das ist einfach lockiges Rob. Haar. Ich sag auch also, Rob. Und halt ein bisschen Bart und so. Aber wie kommen die da drauf? Erstmal runterladen und aufhängen. Ey, ich kann es immer wieder sagen, wenn irgendjemand da draußen von euch so aussieht, könnt ihr gerne auf Instagram schreiben. Kommt mir auf jeden Fall auch nicht so bekannt vor, aber vielleicht soon. Ey, das ist irgendwie scary. Ich darf mich nicht so hart da reindenken jetzt. Ich gucke direkt den Nächsten an. sie sagt hier, Sprüche in der Warnung aus. Es kann sich natürlich alles ändern, je nachdem, welche Entscheidungen in meinem Leben ich treffen werde. Okay, die Zukunft klar. Von heute ist vielleicht nicht die Zukunft von morgen. Es ist fishy mit der Lockenperücke, ihr habt vollkommen recht. Die Person Dina empfiehlt mir, bitte mehr auf den Charakter zu achten, als auf das Bild, das angehängt ist. Denn das sind die Eigenschaften, die wichtig sind im Leben. Deswegen zeigt es ein Bild random für Leute im Internet, die dir fucking 40 Euro bezahlen oder was? Okay, zeig mir das Bild. Wow, das sieht ziemlich Standard. 9 von 10. 9 von 10. Schmeckt. Mäßig aus. Also, die Zeichenskills sind ausbaufähig, würde ich sagen. Aber ich muss sagen, ich bin nicht so begeistert von dieser Aussicht. Aber
man weiß nie, was kommt. Man kriegt nicht immer das, was man möchte. Wisst ihr, was ich meine? Und ich meine, es ist noch 3 bis 4 Jahre hin. Also ich werde noch eine Entwicklung durchmachen. Vielleicht suche ich irgendwann nach jemandem, irgendwann der nicht so crazy, popazy ist wie ich. Ich realisiere gerade, es ist der 20. Juni 2020. Da sind sehr viele Zweien in diesem Datum. Heute ist ein glücklicher Tag für mich, glaube ich. Vielleicht stimmt wirklich eine von diesen Predictions. Also ich würde sagen, meine Lieblingsprediction war die von Dimitri, weil die war so ein bisschen wholesome. Ich würde auch sagen, lohnt es sich 200 Euro für 8 verschiedene Wahrsager auszugeben? Kommt drauf an, was man möchte. Ich muss zugeben, es hat mir irgendwie ein schönes Gefühl gegeben, okay, dass sich jemand Gedanken um meine Zukunft macht und versucht, mir zu helfen. Das ist irgendwie ein schönes Gefühl und es gibt ein paar Parallelen. Bis auf die letzte Wahrsagung, die war ganz anders. Ja, ja. Aber die war wirklich legit komplett anders. Sehr ähnlich irgendwie. Ja. Guck mal, jetzt habe ich ja euch, um irgendwie zu sagen, so Kelly, das ist totaler Bullshit, die sagen alle nur total generische Scheiße, das trifft auf jeden zu. Oder habt ihr das Gefühl... Also, ja, das war spannend. Sehr esoterisch,